war sehr spannend, spannender als die letzten Jahre. Punktgleich, rundengleich, der erste Bettini gefahren hat gewonnen. Ganz, ganz spannendes Rennen. Ich bin sehr glücklich, dass es so fulminant geendet ist, wie es doch gestartet ist. Ich bin sehr zufrieden. Donnerstag, die Eröffnung war sehr gut. Wir hatten Tausende von Leuten hier in der Halle 1, die mussten die Ränge extra öffnen, den ganzen Zulauf der Menschen hier zu haben. Wir sind so gut gestartet, wie wir auch aufgehört haben. Ein ganz spannendes Rennen, ich bin sehr glücklich. Freitag, Samstag war super, Montag genauso. Wir können einen Zuwachs in allen Bereichen verbuchen. Es war so spannend wie nie, die Ränge waren so voll wie nie. Ich denke, das neue Konzept geht hervorragend auf und wir sind sehr stolz drauf, für diese 50 Jahre Six Days so gut. Ja, gut abgeschlossen haben. Heute war schon sehr, sehr spannend. Also, ja, es wird eine interessante Aufgabe zu sein, das noch zu toppen, aber wir arbeiten natürlich hier hart dran. Ich dachte, Mavulli würde gewinnen. Und zwar ist sein letztes Rennen bei den Six Days. Er hatte zusätzliche Motivation, aber leider hat es nicht geklappt. Er war Vedder Leefen. Robert Bartko war auch nah dran. Das war ja ein Duell hinterher. Der jetzige Gewinner hat natürlich auch verdient gehabt. Das erste Mal, glaube ich, gewonnen.